Hallo und herzlich willkommen zum Autorengespräch von Gesund Atmen, Fit Bleiben. Ich freue mich heute sehr, Nick Linder begrüßen zu dürfen. Nick ist mehrfacher Weltrekordhalter im Apnoe-Tauchen und zählt zu den führenden Autoren im Bereich Frei- und Apnoe-Tauchen. Zusätzlich hat er das Konzept von Relaqua entwickelt, das eine Verbindung von Meditation, Atmung aus den Wurzeln des Freitauchens heraus einer größeren Zuschauerschaft, Leserschaft und Anwenderschaft beibringen möchte. Nick, du hast mit deiner Frau zusammen jetzt das Buch Gesund Atmen, Fit Bleiben habt ihr zusammen geschrieben. Deine Frau ist Yoga- und Meditationslehrerin. Als ihr euch da die ersten Gedanken gemacht habt, kann man sagen, dass man als moderner Mensch ein Stück weit das Atmen vergessen hat? Ja, man könnte es fast meinen, ja. Es ist tatsächlich so, natürlich atmen wir alle. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich hatte früher einen Tauchladen, als ich dann angefangen habe, Atemkurse zu geben, wo dann unsere Techniker gesagt haben, so atmen, wieso und das, wer bezahlt dafür Geld, ja. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Kurse sehr gut ankamen. Und das kommt natürlich auch dadurch, ich habe das bei den Apnoe-Kursen festgestellt, man denkt ja immer Apnoe, das hängt mit Nichtatmen zusammen, aber in Wahrheit lernt man erstmal, wie man richtig atmet, bevor man weiß, wie man lange die Luft anhalten kann. Und in diesen Kursen merkt man immer wieder, dass das, was wir Apnoe-Taucher tun, dass wir diese Atmung bewusst einsetzen, um unser Befinden zu steuern, dass das den meisten Menschen ziemlich unbekannt ist. Ja? Das heißt, das ist das normale Atmen, eine Art Reflex. Wir müssen nicht drüber nachdenken. Unser Atemzentrum steuert das Ganze. Und damit sind wir ähnlich wie alle anderen Tiere auch oder alle anderen Lebewesen, ja, in der Lage, unseren Sauerstoffbedarf ausreichend zu decken. Alles ist wunderbar. Aber wir als Menschen haben eben diese Sonderstellung, dass wir auch bewusst atmen können und diese Atmung gezielt einsetzen, um unser Befinden zu steuern. Was das alles ist, das kann ich dann nachher auch alles mal erklären, welche Möglichkeiten wir haben, da unser Befinden zu steuern. Und das ist etwas, was man eben gerade bei so einem, der Grund, warum eben so ein Atembuch oder auch Atemkurse so wichtig sind, weil das ein Werkzeug ist, was an Einfachheit, was an Effizienz nicht zu überbieten ist und was wirklich jeder oder fast jeder, der selbstständig atmen kann, machen kann. Und das ist auf jeden Fall unterschätzt, auch wenn wir eigentlich unseren Sauerstoffbedarf mit dieser normalen oder Nebenheratmung decken, haben wir doch ein viel, viel größeres Potenzial. Gerade als du in dem Bereich angefangen hast und als du dann professionell im Apnoe-Tauchen unterwegs warst, wie viel musstest du verlernen, beziehungsweise wie stark musstest du deinen Atemapparat und deine Atmung quasi neu aufbauen? Und ist das was, das du selber gefunden hast, je mehr du dich damit beschäftigt hast? Oder hast du dir das wirklich als ein abstraktes Konzept erst einmal wieder anlernen müssen und das dann umsetzen müssen? Ja, es ist ein bisschen von beidem. Mein Zugang zu der ganzen Geschichte war das Apnoe-Tauchen. Und beim Apnoe-Tauchen geht es kaum um das Equipment, ja, sondern es geht mehr darum, um mich als Mensch, Körper und Geist, würde ich sagen. Das ist so das Allerwichtigste, ja. Das heißt, ist mein Geist entspannt, dann habe ich einen niedrigeren Puls und dementsprechend kann ich weiter tauchen. Ja. Ist mein Körper entspannt, verbrauchen meine Muskeln nicht so viel Sauerstoff, kann auch weiter und länger tauchen. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, es ist ein Zusammenspiel aus Körper und Geist. Das heißt, das gehört in eine Einheit. Und dann sind wir Apnoe-Taucher, ich eingeschlossen, natürlich Forscher. Ja, das heißt, wir forschen und in dieser relativ jungen Sportart versuchen wir einen Zugang zu finden, wie wir in möglichst kurzer Zeit sowohl Körper als auch Geist entspannen können. Und dann klauen wir. Ja, wir klauen aus dem Yoga, wir klauen aus dem autogenen Training, wir klauen aus der Achtsamkeitsmeditation. Was uns eben am nächsten ist und wo wir den größten Nutzen draus haben, das ist eben aus dem Atemteil des Yogas, dem Pranayama. Denn dort haben wir jahrtausende alte Techniken, die die Yogis
quasi genutzt haben, um Energien im Körper zu leiten. Und wir ab Neutaucher aber vielleicht auch mit so einer gewissen Arroganz sagen, ja, diese Leitung der Energie, ja, die ist jetzt im ersten Moment, nachher vielleicht schon, weil es ein Fenster öffnet für uns, ja, aber im ersten Moment eigentlich nicht unser Anspruch. Ja, aber wir merken einfach, ja, dass womit der Yogi Energie im Körper leitet, in verschiedene Energiezentren schickt, dass das eben unsere Atemmuskulatur verbessert, dass das eben unseren Geist wacher macht, dass es uns konzentrierter machen kann, dass es uns aber auch entspannen kann und das relativ schnell. Und das ist dann ein Zusammenspiel aus, diese Techniken zu finden, sie dann auf Wirksamkeit im eigenen Training zu überprüfen und eventuell erweitern, um dann quasi das Maximale draus zu ziehen. Und da sind wir immer noch beim Apnoe. Das heißt, das ist immer noch so diese Denke des Apnoe-Tauchers, der sagt, wie komme ich mit einem Atemzug weiter? Ja? Und durch dieses Training aber, und so war es bei mir, verändert sich eben nach und nach auch ein bisschen das Denken, sodass du irgendwann an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, es hat einen großen Einfluss auf mein normales Leben. Ich kann also, ich habe mich verändert, ich bin entspannter, ich bin vielleicht auch stressresistenter, ja, ich ausgeglichener und spätestens ab dann, ja, geht es gar nicht mehr nur ausschließlich um das tiefer, weiter, länger, sondern dann merkt man, dass man seine Lebensqualität massiv verbessert. Und da ich eben ein Ausbilder bin, ja, und zwar so einer, der es wirklich mit Herz macht, geht es mir eigentlich immer darum, wenn ich irgendwas Tolles entdecke, dann möchte ich das gerne teilen. Und so kam das dann, dass ich relativ früh dann auch angefangen habe, diese Atemübungen und diese Atemtechniken weiterzugeben, beziehungsweise auch um meinem Lehren im Apnoe ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Ja. Also ich habe dir ja auch das Video gezeigt. Ich habe mir ja selber eine der Atemübungen mal zunutze gemacht und bin mal an einem Feierabend einfach, solange es geschneit hat und kalt war, meine Lieblingsstrecke hochgelaufen, ein bisschen auf die Alp und habe da die Atemübung nachgemacht. Und es ist erstaunlich, wie schnell du einen Effekt siehst. Also schon allein, dass du dich auf dich selber konzentrierst und du dich auf die Atmung konzentrierst, kommst du in einen viel ruhigeren Rhythmus hinein. Und jetzt gerade auch in der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich dann angefangen, diese Übungen in meine eigene Routine mit einzubauen. Ich gehe gern laufen, ich gehe gern joggen und habe das eingebaut, quasi davor und danach. Und bei mir ist das so, ich muss das immer schnell in den Feierabend alles reinzwängen und dann müssen auch noch alle sonstigen Sachen gemacht werden. Das heißt, man ist immer auf der Uhr und es ist schwierig, in eine Ruhe hineinzukommen. Und als Apnoe-Taucher, wenn du das ja wirklich lernst zu steuern, hast du das Gefühl, dass du auch dein Zeitempfinden damit besser im Griff hast? Also wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt ein Wochenende für mich Zeit und du setzt Atemübungen an den Anfang, du setzt sie in die Mitte, du setzt ein bisschen Training, hast du das Gefühl, dass dir die Sanduhr, der Sand nicht so schnell durch die Finger gleitet, dass du ein bisschen mehr Zeit übrig hast, weil du sie ein bisschen fokussierter angehen kannst? Ja, es war immer mein Problem. Also ich muss sagen, ich hatte ja meinen Tauchladen in Freiburg. Ich hatte Familie mit kleinen Kindern und ich hatte dann natürlich noch meine Leidenschaft des Apnoe-Tauchen. Das alles unter einen Hut zu bekommen, war sehr schwierig. Ich kenne dieses Problem, ja, dass irgendwo immer Zeit fehlt, dass immer alles sehr effizient sein muss. Und das bringt einen oftmals in so eine Art Freizeitstress auch, ja, oder Dinge, die man eigentlich machen möchte, aber für die relativ wenig Zeit vorhanden ist. Was manchmal, und in diese Falle bin ich eben auch oft getappt, dann in auch in Stress ausartet und in ein Gehetztsein. Und gerade deswegen finde ich eigentlich unsere Atemübungen so praktisch, ja, weil sie
weil sie nicht zeitaufwendig sind, weil sie oftmals nebenher geschehen können. Ja, das heißt, wenn du jetzt in der S-Bahn nach Stuttgart sitzt, ja, und du kannst dann schön in den Bauch atmen oder du machst währenddessen eine Wechselatmung oder du bist an einer roten Ampel und kannst nochmal diese Zeit nutzen, um ruhig zu atmen. Das alles sind kleine Mosaiksteinchen, die helfen. Also wenn ich jeden Tag nur ein kleines bisschen bewusst atme, dann führt es eben dazu, dass ich aus diesem Nebenheratmen immer wieder in diese bewusste Atmung wechsle. Und je öfters ich in dieser bewussten Atmung bin, und das reichen ein paar Minuten am Tag, umso mehr werde ich quasi dieser Bewusstatmer. Und auch wenn ich eigentlich den Hauptteil meines Tages nebenher atme, so merke ich doch auch, wenn mein Atemmuster sich verändert, weil ich sehr viel aufmerksamer bei mir und meiner Atmung bin. Und mein Atemmuster verändert sich eben entweder bei sportlicher Betätigung, da ist es zu erwarten, aber eben auch, wenn ich Stress habe. Ja? Und das ist so unser großes Problem, wenn es so um Stress geht, ist gar nicht, dass wir nicht Werkzeuge hätten. Ja? Wir haben alle Werkzeuge und ich kenne ganz viele Entspannungstechniken, auch über das Apnoe-Tauchen. Und ich bin eigentlich ein Fan von fast allen, ja? Egal ob autogenes Training, egal ob progressive Muskelentspannung, Yoga und so weiter. Die haben alle nur einen Nachteil. Man muss sie regelmäßig machen. Denn sonst merke ich gar nicht, dass ich gestresst bin. Und dann liege ich abends wieder im Bett, kann ich einschlafen, weil ich Kopfkino habe und merke, dass ich den ganzen Tag auf 180 gelaufen bin. Ja? Und das passiert mir eben beim bewussten Atmen nicht. Das kann ich immer mal machen, auch nur ein paar Minuten. Ja? Ich habe vielleicht nicht immer Zeit, mal 90 Minuten Yoga zu machen, aber ich habe immer mal Zeit, 5 Minuten zu atmen. Das führt zum einen dazu, dass ich mich wohler fühle, weil ich merke, Mensch, jetzt habe ich mal 5 Minuten für mich. Ja, das ist gut. Und es führt einfach dazu, dass ich den Stress schnell erkenne und dann wiederum mit der entsprechenden Atemtechnik dagegen anatmen kann. Und ich will noch eins sagen, was du gerade angesprochen hast mit dem Joggen. Ist auch so eine Sache, die ich unheimlich gern gemacht habe. Ja, das heißt, dass ich mal meine Runde gejoggt bin und dann habe ich die so unterteilt. So alle Kilometer habe ich dann eine Übung gemacht und da ist eben auch eine meiner Lieblingsübungen der Gorilla, weil dann bin ich meistens so einen Kilometer gejoggt und habe ich den Gorilla gemacht und dann habe ich gemerkt, so hey, wie ich jetzt wieder atmen kann. Ja, also es ist wie wenn hier der Brustkorb sich nochmal ein bisschen weitet und ich noch besser atmen kann. Und das ist zum Beispiel so eine ganz beliebte Kombination, die ich auch immer ganz gerne gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, Atmung und Sport und dann merkt man oftmals auch, was es bewirkt. Ja. Also mir ist gerade deswegen, hatte ich auch den Gorilla rausgesucht und deswegen ist das auch eine meiner Lieblingsübungen. Ich glaube, jeder entwickelt, gerade wenn er das Buch durchliest, man sollte zwar alle machen, um so eine gewisse Diversität und Spannbreite zu haben, aber ich glaube, jeder findet seine Lieblingsübung, zu die sie ihm immer wieder hinzieht. Und was mich halt besonders gefreut hat oder warum es mich dahin gezogen hat, ist, dass es diese Übungen, die gehen natürlich auch über die Atmung hinaus. Und wenn ich das richtig mir eingeprägt habe und gelernt habe von dir, dann geht es ja beim Gorilla auch darum, dass man auch seine Haltung mit einbezieht. Also es ist quasi, es langt nicht, wenn ich wie so ein da sitzen bleibe und einfach nur jetzt atme, sondern ich muss da mehr mit einfließen lassen, ich muss meine Haltung mit einfließen lassen. Und auch in meinem kleinen Schaffen, wenn ich jetzt zum Beispiel YouTube-Videos mache oder ich spreche oder ich mache, ich will mich darstellen, ich will reden, ich will meine Stimme nutzen, um etwas zu machen, dann finde ich, dass das eine Übung ist, die quasi über das Atmen hinaus einem einen Vorteil verschafft. Weil so diese typische Bürohaltung oder der Alltag, der einen dann so runterzieht, man muss dagegen arbeiten, um überhaupt mal Platz für die Atmung zu schaffen. Und man lernt auch in gewisser Weise, so wie Luft anhalten, ist ja auch Stille in der Konversation oder beim Sprechen oder wenn man etwas darstellen will. Also für mich strahlt die durchaus noch weiter in weitere Bereiche hinein, die einen direkten Einfluss haben auf das, was ich tagtäglich mache. Deswegen finde ich die. Und es ist natürlich Power, ne? Wenn man, ich weiß nicht, kennst du den Film mit Leonardo DiCaprio und Matthew McConaughey, wo sie da sitzen und er macht diesen
So ein Männlichkeits. Nee, weiß ich nicht. Also ich kenne einige von Leonardo DiCaprio, aber weiß ich nicht, ja. Aber ich will da gerade nochmal drauf einhaken, weil ich das absolut wichtig finde. Ja, das ist so, das ist in dem Buch tatsächlich auch, es hat alles so einen Einfluss, ja. Und ich habe zum Beispiel relativ viel auch oder einen gewissen Teil auch drin, wie kann ich besser schlafen, ne? Atemübungen, um besser zu schlafen. Und auch, was kann ich noch nebenbei tun, dass ich besser schlafe. Also nicht nur die Atemübungen, sondern auch den Rahmen drumherum, weil das natürlich sehr wichtig ist. Ja? Wenn ich morgens aufwache und ich habe nur schlecht geschlafen oder nur ein paar Stunden geschlafen, mich haben Dinge im Kopf bewegt und so weiter, dann werde ich nicht aufstehen und den Tag in einer offenen und in off einer offenen Art und Haltung begegnen können, sondern ich werde immer irgendwie so versuchen, diesen Tag zu überleben. Und da gehört dazu, dass es morgens wunderschön ist, ja, wenn man quasi morgens aus seinem Bett steigt. Und das ist ja so ein bisschen das Problem, das habe ich ja auch. Ja. Ich bin ja jetzt auch ich vermittle zwar gerne den Eindruck, ja, als ob ich dann morgens um 5 zum Sonnenaufgang aufstehe und erstmal 90 Minuten Pranayama mache, aber ich bin auch nur ein Mensch. Ja. Ja, musst du ja, du bist ja der Lehrer, du musst Genau. ja. Ich liege dann auch im Bett und denke so, oh, noch 10 Minuten liegen bleiben oder den Gorilla zu machen, ja. Und dann ist es aber so, wenn man dann eben so bettwarm aus seinem Bett steigt und dann vielleicht das Fenster aufmacht und erstmal den Gorilla macht, dann ist man da, ja, dann merkt man auch, hey, der Tag kann kommen, ja, ich bin aufgestellt. Und es macht sich bei mir tatsächlich auch so eine Art Selbstbewusstsein, so eine schöne Haltung bemerkbar. Und was du sagst, ist natürlich absolut richtig. Es ist ein sehr schöner Kontrast zu unseren Alltagshandlungen, ja, wo wir am Computer sitzen und arbeiten, wo wir schlafen, wo wir essen, ja, wo wir Auto fahren. Das heißt, so diese bisschen mehr Weite zu bekommen, das ist ganz wichtig und ist natürlich auch Teil im Buch, weil es nicht nur hilft, kommt natürlich auch wieder irgendwo aus meinem Apnoe-Sport, ja, dass irgendwann mal ein befreundeter Physiotherapeut zu mir gesagt hat, weil ich mich eben mit meinen 1,94 einmal gern klein mache, ja, damit ich da die anderen nicht so überrage, dass er gesagt hat, Nick, du bist doch Apnoe-Taucher, da brauchst du doch deine Lunge, da musst du doch aufrecht hinstehen, ja. Und dann, klar, dann haben wir einige dieser Atemübungen dahingehend erweitert, dass es eben noch mehr in die Rückbeuge geht, was die Yogis auch schon lange propagieren und was uns hilft, dass ich überhaupt die Lunge erst richtig entfalten kann, neben dem Effekt, dass man einfach etwas aufgestellter durch den Tag geht, ne? Das finde ich auch am erstaunlichsten, dass der Effekt für die Psyche, der da mitkommt, dass der wirklich instantan miterfolgt und vor allem, dass er also wenn man sich selber beobachtet und man macht so eine neue Übung und man sagt einem, du wirst dich danach besser fühlen, du wirst dich danach frischer im Tag zurechtfinden, du wirst fokussierter sein, dann will man ja erstmal die Gegenprobe machen und sagt sie so, ja, okay, ich mache das jetzt technisch. Okay, aber ich bin überhaupt nicht mit Lust und Leidenschaft mit dabei. Und ich teste mich jetzt da selber, so um den Placebo-Effekt auszuschließen und um das wirklich auf die Probe zu stellen. Und selbst wenn man das macht, selbst wenn man sich jetzt sagt, ich mache das jetzt nur technisch, ich bin überhaupt nicht mit Herz und mit Leidenschaft dabei, sondern ich mache das jetzt, weil ich mir das mal gesagt habe, ich ziehe das jetzt mal eine Woche durch. Es funktioniert tatsächlich. Also es ist nicht nur etwas, das man sich vorstellt und das nur funktioniert, wenn man wirklich jetzt positiv mit dabei ist, sondern es muss ja auch im Alltag funktionieren. Und das nur als Punkt, du als jemand, der Apnoe-Taucher und als Freitaucher ist, du bist wahrscheinlich vom Rauchen sehr, sehr weit entfernt. Aber es ist ja tatsächlich so, dass das Rauchen eine negative Atementspannung ist, weil ja da auch Stoffe drin sind, und das Nikotin ja auch in seiner Wirkung dich entspannt und beruhigt, beziehungsweise deinen Metabolismus und deinen Blutdruck heruntersetzt, aber halt in einer negativen Wirkung. Und es ist halt erstaunlich, dass es mit diesen Atemübungen das Gleiche als positives Äquivalent gibt. Und wenn ich mir tatsächlich nur diese 5 Minuten nehme und bewusst atme, ich habe den gleichen
Glückshormonausstoß, dass ich mir sagen kann, ich habe mich jetzt selber in Ruhe gebracht, ich habe den Stress mal kurz losgelassen und ich habe dafür nicht mal eine Zigarette rauchen müssen, sondern ich konnte das mit einer positiven Atemübung machen. Und das ist tatsächlich möglich, weil meine Eltern da jetzt den Podcast angucken, sage ich natürlich, dass ich mir das von dem Kollegen habe erzählen lassen, aber es ist tatsächlich, es ist tatsächlich was, wo ich mir gedacht habe, das muss doch funktionieren. Also das muss doch gehen und es ist tatsächlich möglich, die Zigarette zu ersetzen dadurch. Ja, das freut mich total. Das fand ich enorm interessant. Genau, die Zigarette hat natürlich auch, klar, aus Apnoe-Gesichtspunkten, wo wir immer versuchen, wie können wir noch mehr aus unserer Lunge rausholen? Ja? Wie können wir mit einem Atemzug noch mehr Luft und den darin enthaltenen Sauerstoff aufnehmen? Da merken wir dann relativ schnell, dass es eigentlich in ganz vielen unterschiedlichen Richtungen des Rauchen uns Probleme macht. Abgesehen, klar, davon, dass es, glaube ich, 7-mal wahrscheinlicher ist, Lungenkrebs zu bekommen. Aber Es hilft uns wirklich sehr, sehr viel, diese Atmung richtig einzusetzen und all das eigentlich zu verbessern, was die Zigarette wieder verschlechtert. Ja, das heißt, ich bin ja, habe ich vorher mal gesagt, gelegentlich mit Pneumologen und mache Vorträge vor Hausärzten. Und dann geht es vor allem um Asthma, COPD, also so diese Atemwegserkrankungen. Und da sieht man einfach, was die Lunge nachher an Kapazität verliert, wenn man nichts mit ihr tut. Und wir sind als Apnoe-Taucher oder auch als Bewusstatmer natürlich, wenn die einen hier sind, dann sind wir hier genau das Gegenteil. Und deswegen sind wir für die Ärzte dann auch immer sehr interessant. Und die Pneumologen zeigen dann immer, schaut mal her, sowas kann ein Apnoe-Taucher machen, sowas kann jemand tun, der seine Lunge aktiv einsetzt. Und das ist das Entscheidende, ja, dass man, ich habe in einem Buch gelesen, dass es eben die Lunge wächst, bis wir 22 sind und dann beginnt schon langsam, dass unsere Lunge wieder altert, ja, dass sich nachher das Zwerchfell nicht mehr richtig absenken kann, nicht mehr so an Flexibilität verliert. Und wenn wir uns aber anschauen, dass ein Apnoe-Taucher eigentlich jedes Jahr scheinbar eine verbesserte Lungenleistung hat, ja, die Lunge aber nicht wächst. Das bedeutet, er kann diese Lunge noch effizienter nutzen und kann die Alterung seiner Lunge vermeiden, ja, und das ist unglaublich wichtig, weil natürlich alles dran hängt, ja, es hängt das Immunsystem dran, es hängt die sportliche Aktivität dran, es schafft einfach auch einen schnelleren Austausch an Giftstoffen hilft auch, dass schon gar nicht so viele Giftstoffe in den Körper geht, wenn wir richtig atmen. Und das alles macht uns mehr Spaß, weil wir auch unter Anstrengung effizienter atmen. Und das wird uns im Alter natürlich noch viel mehr Freude machen, hoffentlich, weil wir uns dann noch eine ganze Zeit lang auf unsere leistungsfähige Lunge verlassen können. Jetzt ist ja das Freitauchen und das Apnoe ein Sport vom 20. Jahrhundert, wo das wieder groß zu etwas geworden ist mit dem generellen Tauchen. Der richtige Profisport, vielleicht 30 Jahre, seit es den jetzt wirklich gibt, seit das gelebt wird. Und auch Sachen wie Yoga, die kommen ja erst seit den letzten Jahrzehnten wirklich als Disziplin und als Feld an. Und hast du manchmal das Gefühl, dass gerade auch als Lehrer, wenn du was vermitteln musst als ein Konzept, dass dir die Sprache, dass du erst die Sprache finden musst? Also zum Beispiel dieses Atmen Sie in den Bauch oder atmen Sie in die Finger. Das ist ja erstmal was, wo man denkt, das muss man ja erstmal finden, dass das einem auf die Zunge kommt. Hast du das Gefühl, dass du mit diesen Konzepten und dadurch, dass du jetzt ja diese Bücher schreibst und das versuchst zu vermitteln, gefällt es dir manchmal schwierig, Konzepte, die du verinnerlicht hast, die du schon atmest, die du schon machst, in Worte zu fassen?
oder zu beschreiben? Ja, das ist so. Also ich meine, da bin ich ja auch froh, dass meine Frau dabei war und mir immer wieder auch gesagt hat, Nick, so versteht es kein Mensch. Ja. Es ist so, dass es mir manchmal leicht fällt, etwas zu beschreiben, weil diese Sachen, die ich da, die da in dem Buch drin sind, natürlich auch schon zum Teil eben jahrelang an Schülern irgendwo ausprobiert wurde. Und ich weiß, okay, wie muss ich das denen erklären, dass die das verstehen? Natürlich ist es nochmal was anderes, das ins Buch zu schreiben oder als Manuskript zu haben, wo du dann wirklich so Stufe für Stufe hat. Da bin ich, wie gesagt, auch sehr dankbar, dass mir die Bianca dann auch zur Seite gestanden ist und natürlich auch der Friedrich und die Stefanie Nagelschmidt. Aber ja, es ist das eine. Das andere ist, ja, manchmal hat man auch Schüler, die natürlich sich schwer tun mit einer Übung. Ja. Wir haben zum Beispiel auch zum Beispiel der Gorilla ist eigentlich eine komplexe Atemübung. Ja. Insbesondere, wenn man nachher mit dem Unterdruckverschluss kombinieren. Aber eine andere ist eben die Stoßatmung, die ist, glaube ich, auch drin. Ja, die ist auch da drin. Ist auch eine komplexe Übung. Da werden die Leute langsam rangeführt. Und das ist dann manchmal auch ein bisschen schwierig für die Leute, das quasi nachzuvollziehen. Und bei manchen Übungen muss man auch klar sagen, ja, das ist vielleicht jetzt nicht in einem 3-Stunden-Kurs für jeden möglich. Ja, das weiß zwar nachher jeder, wie es funktioniert, aber es setzt dann manchmal auch voraus, dass man für die sehr komplexen Übungen sich auch mal eine Woche Zeit nehmen muss, das zu machen. Und um da nochmal ganz kurz einzuhaken, was du gesagt hast, nämlich, ich fasse es jetzt mal so zusammen, dass du gemerkt hast nach einer Woche, okay, ich muss nicht dran glauben und es funktioniert trotzdem. Ja, das ist gut. Aber du hast es dann auch eine Woche gemacht, ja. Und das ist so etwas, was ich auch gemerkt habe. Ich habe für mich öfters mal so Projekte gemacht, so zeitliche Projekte, 3 Monate, ja, 3 Monate ohne Fleisch, 3 Monate jeden Morgen das und das, ja. Und ich habe zum Beispiel, und da habe ich immer gemerkt, okay, nach dieser Zeit, wo ich mich vielleicht am Anfang auch so ein bisschen überwinden musste, das zu machen, bis eben so eine Routine entstanden ist, so eine Gewohnheit entwickelt wurde, dann geht es ganz gut. Und wir haben das auch gelegentlich gemacht, die Bianca und ich, wenn wir eben solche Stressreduktionskurse gemacht haben. Und da spielt natürlich die Atmung eine ganz große Rolle, neben mentalen Aspekten, neben anderen Selbstwirksamkeitswerkzeugen etc. Aber das ist etwas, wo wir dann gesagt haben, so, diese Übung machen wir heute, wir sehen uns in einer Woche, ihr übt die so lang und dann kommt die nächste Übung. Und dann haben die natürlich ein bisschen den Druck, die Teilnehmer, dass sie sagen, ja, das mache ich jetzt. Ja, weil der Nick und die Bianca, die fragen mich ja dann in einer Woche, wie lief's, ja, dann will man auch was erzählen. Und dann merkt man auch tatsächlich, hey, ich kann besser schlafen, hey, ich bin wacher, ich bin konzentrierter und ich bin ruhiger und entspannter oder ich habe schon lange niemanden mehr verprügelt oder was auch immer, ja. Und das ist so etwas, wo ich sage, ja, die Atmung ist einfach. Und doch aber, so wie du auch, man muss da mal eine Woche dranbleiben, am Ball bleiben und dann wird man auf jeden Fall etwas merken. Ja. Also ich habe jetzt gemerkt, ich habe mich jetzt da durchgearbeitet und es scheint auf den Anfang, es ist einfach, es ist einfach, es sind auch kaum mehr als 10 Schritte, die eine Übung beschreiben und die sie das machen. Aber ich habe gemerkt, dass ich brauche das erstens, dass ich es mir einprägt. Das heißt, wenn ich eine Übung gelesen habe, dann muss ich mir die auswendig lernen, weil ich will quasi nicht im Buch nebenher blättern, während ich die Übung mache. Dann habe ich sie mir quasi verinnerlicht. Dann bin ich so bereit und dann kann ich die gut machen. Und ich bin jetzt noch, also das ist jetzt Woche 3, ich bin jetzt noch dabei, quasi
Sachen wieder neu für mich zu entdecken und zu erweitern und oben drauf zu legen. Bin aber auch erstmal froh, dass ich jetzt so meine Schätze gefunden habe und erstmal mit denen arbeiten kann. Wo ich noch nicht so gut bin, ist das Asymmetrische. Also quasi zu sagen, ich trainiere jetzt erstmal die Seite, dann trainiere ich die Seite und das Zuhalten. Und da wollte ich dich jetzt eine Frage stellen, ein Konzept, und das ist auch wieder so eine Sache, mir fehlt da ein bisschen die Sprache, um das zu stellen, deswegen frage ich einfach mal, bei mir ist es zum Beispiel so, ich muss jetzt im Geschäft oft die Atemmaske tragen, das bedeutet, ich habe lange Zeit, wo ich quasi atme, und da kann man, selbst wenn man sich anstrengen muss, ein bisschen nicht so sehr durch den Mund atmen, weil es einem immer den Stoff auf den Mund zieht. Also zwingt man sich quasi selber in diese Nasenatmung hinein. Und wenn jetzt gerade Winter ist und einem läuft sowieso die Nase oder so wie ich, man ist anfällig für Heuschnupfen und für solcherlei Geschichten, und da ist häufiger mal die Nase verstopft. Und ich kenne das folgendermaßen, ich kenne zwei Dinge. A, ich schneuze, fühle mich frei, aber dann ist meine Nase ein Ausgang im Moment. Also ich kann zwar trotzdem drüber einatmen, aber es fühlt sich wie ein Ausgang an. Oder ich mache Sport und ich bin gerade frei und habe gute Luft zur Verfügung und bin warm, dann ist es ein Eingang. Mhm. Kennst du das auch oder hast du das Gefühl, dass es quasi zwei Richtungen gibt und je nachdem, wie du gerade drauf bist, ist es mehr ein Ausateminstrument oder ein Einateminstrument? Und merkst du manchmal, oh, heute ist ein Einatemtag von der Nase her? Jein. Ich finde es, also ich hatte früher tatsächlich anatomisch bedingt, weil ich eine krumme Nasenscheidenwand hatte, große Schwierigkeiten durch die Nase zu atmen. Ja, das wurde dann aber als Kind dann irgendwann wegoperiert und es ist dann gut und ich atme mehr durch die Nase und ich habe jetzt natürlich auch durch das Atemtraining und nicht das Apnoe-Training, weil beim Apnoe-Training habe ich eben meistens eine Tauchmaske auf, durch das Atemtraining eben viel durch die Nase geatmet, ne? Weil das eben schon viele Flimmerhärchen hat, die schon ganz viel rausfiltert, weil die Nase dadurch von Anfang an feucht bleibt. Ja? Ich zwinge mich auch beim Joggen durch die Nase zu atmen, ja, und nicht durch den Mund, obwohl das manchmal ein bisschen leichter sich anfühlt, weil ich damit auch meine Lunge und meine Atemmuskeln ein bisschen besser trainieren kann. Also das finde ich total gut. Und natürlich hast du das manchmal, dass die Nase läuft. Ja, das ist ein bisschen ein Problem. Und manchmal hast du das Gefühl, hey, die Nase fühlt sich feucht an und trotzdem bekomme ich gut Luft und es tropft irgendwie nicht raus. Ja, was ich mir jetzt im Winter auch wirklich angewöhnt habe und das empfehle ich allen. Ja. Ich weiß, ich sage das immer und alle sagen so, nee, aber die Nasenspülung ist wirklich morgens perfekt. Ja, das heißt, das reinigt die ganze Nase und dann hat man das Problem, so wie du es jetzt beschrieben hast, nicht so. Ja, was ich auch gerne mache, ist, ich habe zum Beispiel immer, wenn ich auf Reisen bin, habe ich so einen kleinen Wasserkocher dabei. Früher waren in den Hotels ja immer Wasserkocher drin, mittlerweile nicht mehr so oft. Ja. Deswegen habe ich so einen kleinen Reisewasserkocher, weil ich eben auch darauf angewiesen bin, dass bei mir Nase, Nebenhöhlen etc. frei bleibt, auch für den Druckausgleich beim Apnoe-Tauchen. Und dann mache ich den immer auf, ja, und tu dann quasi damit inhalieren. Ja, das heißt, ich lass den kochen, dann mache ich ihn aus, mache auf und atme und merke, dass ich da wirklich freier werde. Ja. Also quasi nur über das kochende Wasser und in den Dampf und dann direkt drüber gehen und genau den Dampf einatmen. Ja, genau. Also du lässt den Wasserkocher aufkochen, ja, und dann machst du ihn aber aus, ja, damit das Wasser nicht noch weiter hochspritzt. Ne? Und dann machst du es auf und dann gehst du vorsichtig ran und atmest ein. Es ist ein bisschen wie inhalieren und dann merkst du, wie die ganze Nase frei wird und das ist so ein bisschen vielleicht die etwas schonendere Art als eine
eine Nasenspülung, was jetzt manche, die fangen dann an mit Niesen, man muss sich da langsam dran gewöhnen. Was ich auch gerne mache, weil für mich natürlich auch, wenn ich jetzt irgendwo eine Fernreise habe und fliege dann 8 Stunden im Flugzeug irgendwo hin, das ist für mich immer der absolute Horror, dass ich dann dort ankomme und erkältet bin und aufgrund der trockenen Luft dann irgendwelche Ablagerungen in Stirn- oder Nasennebenhöhlen etc. habe. Und deswegen nehme ich da immer ganz gerne einen Tee und atme dann erstmal quasi, riech an dem Tee, was auch ein bisschen befeuchtet. Und natürlich mache ich solche Sachen wie die Wechselatmung. Dabei geht es gar nicht so sehr darum, dass man das, was du vorher gesagt hast, was dir nicht ganz so einfach fällt, dieses Wechselseitige, sondern in dem Moment geht es mehr darum, dass ich die Nase berühre, ab und zu mal ein bisschen massiere und so. Da gibt es auch den Atemtherapeuten Buteyko, der zum Beispiel sagt, okay, massiere ein bisschen die Nase und dann tust du durch die, wie wenn du in ein Tempotaschentuch rotzt, ne, so einen kleinen Druck aufbauen und dann merkst du, hey, jetzt wird die Nase ein bisschen feuchter und indem du diese Feuchtigkeit versuchst, mehrmals am Tag herzustellen, wirst du es auch nicht das Problem haben, dass dann nachher die Soße runterläuft, ne? Sondern hast du immer ein schönes, feuchtes Klima. Du musst aber auch aufpassen, dadurch, dass es manchmal ungewohnt ist, weil man eher so diese trockene Nase gewohnt ist, denkt man dann immer, hey, jetzt muss ich die Nase putzen. Und tatsächlich ist sie aber nur feucht und das ist eigentlich der richtige Zustand. Ja. Wenn du eine Atemübung rausnehmen könntest. Es gibt ja so den Elevator-Pitch, dass du kommst quasi mit jemandem in den Aufzug rein, der fährt 3 Stockwerke hoch und du hast jetzt genau 50 Sekunden Zeit und kannst dein wichtigstes Konzept vermitteln. Als Apnoe-Taucher und als Freitaucher gäbe es eine, die du rausnehmen könntest und wenn du jemandem, nur um dem was Gutes zu tun, eine Übung mitnehmen könntest oder einen Einstieg, gibt es da eine, die du rauspicken könntest? Ja, ich würde sofort die Bauchatmung nehmen. Also durch die Nase in den Bauch. Das heißt, eine Hand an den Brustkorb und die andere auf den Bauch. Die auf dem Brustkorb ist dazu da, zu gewährleisten, dass sich der Brustkorb nicht hebt. Ja, das heißt, wir wollen nur gegen den leichten Druck der Hand auf den Bauch anatmen. Ich atme durch die Nase ein. Bauch geht raus, ich atme aus, Bauch geht rein. Ja? Das ist eine Übung, die hat 2 Vorteile. Vorteil Nummer 1 ist, ich kann da nachher die Vollatmung drauf aufbauen. Ja? Der noch größere Vorteil aber ist, es ist tatsächlich die Übung, die uns in kürzester Zeit entspannt. Es ist wirklich, wenn ich abends im Bett liege und ich kann nicht schlafen, dann nehme ich meine Hand an den Bauch und konzentriere mich nur auf die Bauchatmung. Dadurch kann ich nicht an was anderes denken, denn ich bin bei mir in diesem Moment und bei meiner Atmung. Wenn ich zum Beispiel, im Verkehr, ja, mir nimmt eben irgendjemand die Vorfahrt, ja, dann habe ich mir angewöhnt, ja, dass wenn ich merke so, oh, jetzt werde ich langsam wieder ein bisschen stinkig, ja, dass ich dann sage, okay, so das, was wir auch vom Scuba Diving kennen, ja, stoppen, atmen, denken, handeln. Und nur, dass ich dann eben dieses Atmen mit 2 ruhigen Bauchatmungen mache. Ja. Das heißt, ich stoppe, schaue, dass der Nacken entspannt bleibt, mache eine Bauchatmung und entspanne mich. Und wenn du im Büro sitzt oder irgendwo anders und du merkst wieder, oh, jetzt ist aber ganz schön anstrengend und du nimmst dir nur einmal in der Stunde mal kurz Zeit, um mal ruhig in den Bauch zu atmen. Ja? Es ist so einfach und es hat wirklich einen riesen Effekt auf die Entspannung. Deswegen ist das so, das, was ich jedem raten kann, es funktioniert, es ist einfach und es ist leicht zu lernen. Ja. Du hattest das ganz am Anfang, hattest du das erwähnt, dass wir als Menschen die Möglichkeit haben, unsere Atmung quasi zu kontrollieren. Und es gibt, das habe ich jetzt während der Recherche herausgefunden, es gibt da einige Fachdebatten darüber, dass es quasi für die meisten oder für alle Tiere außer den Menschen, dass die Atmung an den Bewegungsapparat gekoppelt ist, also gebunden ist. Das heißt, wenn die im schnellen Lauf sind,
dann muss das im gleichen Rhythmus erfolgen, wie jetzt der Bewegungsapparat hinterherkommt. Und das ist, dass der Mensch sich quasi bewusst entscheiden kann, seine Atmung zu entkoppeln von dem, was er tut. Muss ich aufpassen, dass ich es nicht in die falsche Richtung mache? Also bestes Beispiel, es gibt doch beim Golfen, wenn man Leute zum Golfen loslässt zum Beispiel und die bringen sich das selber bei, dann kommen die erstmal an gute Ergebnisse ran, aber haben sich irgendeinen Fehler angelernt und dann müssen sie sehr viel Geld ausgeben für einen Profi, der ihnen dann das wieder abtrainiert, dass so die Hüfte einknickt so beim nächsten. Muss ich beim Atmen aufpassen, dass ich es mir nicht, also wenn ich jetzt auf eigene Faust losgehe, muss ich aufpassen, dass ich mir nicht Fehler in die Atmung reinlerne? Oder haben wir das so natürlich drin, dass sobald ich mich drauf fokussiere und sobald ich da Achtsamkeit reinbringe, dass ich automatisch in die richtige Richtung gehe? Es gibt zwei Geheimnisse, wie man eigentlich keinen Fehler machen kann. Die werde ich gleich im Anschluss sagen. Zuallererst nochmal das aufgreifen, was du gesagt hast, und das ist absolut richtig. Ja, das Tier, ja, nehmen wir uns jetzt mal irgendwie das Reh. Das Reh erschrickt und dann rennt es los und die Atmung reagiert auf diese Tätigkeit. Dann findet das Reh irgendwann einen Platz in den Bäumen, zwischen den Bäumen, ja, und schläft. Das heißt, es legt sich hin und die Atmung folgt dieser Ruhe. Das heißt, das Reh atmet dann ganz ruhig. Ja. Und wir haben diese unglaubliche Möglichkeit, dass wir sagen, ja, ich kann jetzt meine Lunge ventilieren, ja, um konzentrierter zu sein, um wacher zu sein. Ja. Und ich kann eine Atmung imitieren, die der des Schlafes entspricht, nämlich die Bauchatmung, um meinem Körper das Signal zu geben, jetzt ist Ruhe, jetzt ist Entspannung. Ja. Der Parasympathikus wird angeregt, Stresshormone werden aufgelöst, etc. Das ist unglaublich, aber das können wir. Und wir machen es halt selten. Ist der Parasympathikus Teil vom Hirn? Ist das? Genau, ja. Du hast ja quasi dieses Nervensystem, ja. Und du hast das Sympathische, das ist so Flucht und Kampf, und das parasympathische Nervensystem, das eben die Entspannung regelt, ja. Und die zwei sind so Gegenspieler. Und wenn du jetzt fragst, kann ich was falsch machen? Natürlich, wir können immer was falsch machen, ja. Das ist ganz klar. Indem wir aber zwei Sachen beherzigen, und zwar indem wir langsamer ausatmen, indem wir generell langsam atmen, also wir atmen langsam ein, aber wir versuchen möglichst doppelt so langsam auszuatmen, werden wir keine Hyperventilation, also dieses schnelle, flache Atmen machen. Bei diesem schnellen, flachen Atmen haben wir das Problem, dass wir so ein bisschen den Säure-Basen-Haushalt im Blut ein bisschen verändern. Ja, pH-Wert kann sich leicht verändern, an sich auch nicht wirklich schlimm, würde ich jetzt sagen, aber ich bin auch kein Pneumologe. Aber das ist auf jeden Fall nicht zielführend. Ja. Indem wir langsam einatmen, noch langsamer ausatmen, entgehen wir eigentlich dieser Gefahr. Das ist das eine, also dieses verlangsamte Ausatmen. Und noch etwas ist wichtig, das ist das, indem wir Atempausen setzen. Das heißt, indem wir quasi nach der Einatmung kurz eine Atempause machen und ausatmen und nach der Ausatmung vielleicht auch nochmal eine Atempause machen und die Lunge komplett zu entleeren. Diese zwei Übungen, also diese zwei Einheiten, wenn wir die berücksichtigen, ja, das langsamere Ausatmen und Atempausen, dann können wir eigentlich nichts falsch machen. Ja. Indem wir schnell und flach atmen, kommen wir in die Hyperventilation, uns kann es schwindelig werden, wir können vielleicht sogar umfallen. Ja. Das ist zu vermeiden, aber das vermeiden wir dann eben mit diesen zwei Möglichkeiten. Jetzt hast du das Buch, ich muss das nochmal, sonst kriege ich Ärger, wenn ich das, ich muss ein bisschen Promo noch nebenher machen, gesund atmen, fit bleiben. Und man kann sehen, das ist mein Exemplar, ne? Das hat schon, das ist tatsächlich durchgearbeitet. Und das habe ich jetzt nicht auch so kurz vor dem Videostream so angeknickt, dass das so aussieht, sondern dadurch, dass es hat ja da so geschneit an dem Tag, ne? Und dann bin ich da hochgelaufen auf die Anhöhe und das geht so ein bisschen so eine Wiese hoch und da hatte ich da meine Kamera und mein Mikrofon und das Erste, was passiert, mich haut's halt voll rein und ich rutschte auf dem Eis aus. Und ja, deswegen, also mit diesem Exemplar wird sehr geatmet. Sehr, sehr gearbeitet. Auf der Schwäbischen Alb, ne? Ja.
Und das hast du ja zusammen mit deiner Frau geschrieben. Und deine Frau, die macht ja Yoga und Meditation im Schwerpunkt. Und gab es Themen oder gab es Kapitel, wo ihr euch nicht eins wart? Also wo du quasi mit einer Ansicht in ein Thema reingekommen bist und sie aus einer ganz anderen Arbeits- und Praxiserfahrung und wo ihr euch dann erstmal durcharbeiten musstet oder das aussortieren musstet? Oder ist es wirklich so, dass der Profi in seinem Feld und der Profi in seinem anderen Feld das immer zusammenfindet, weil das, wenn man sich damit beschäftigt, dann offensichtlich vor einem liegt? Ja, also das natürlich ging das nicht komplett konfliktfrei von sich. Insgesamt stand am Anfang, und das war so die Grundidee von allem, ja, dass wir sagen, es wird ein Buch, in dem es um einfache Übungen geht. Ja, das heißt, es sollen einfache Übungen sein, die jeder mitmachen kann. Und an diesen einfachen Übungen, darum ging es eigentlich, dass wir gesagt haben, okay, es gibt einen riesigen Fundus aus Übungen, die man machen kann, aber wir haben bewusst auch ganz einiges weggelassen, um nicht nur zu zeigen, was man alles kann, ja, machen kann, sondern dass man einfach anhand dieser Übungen merkt, okay, jetzt sind wir vollständig, jetzt haben wir alles Wichtige zu sagen gesagt. Und das sind die Übungen, die jeder machen kann. Das war so die Grundidee, ja. Und da haben wir miteinander viele Übungen ausgewählt und gemacht. Und nachher ging es eigentlich dann in unseren Konflikten mehr so um die Wortklauberei, ja. Was versteht man besser, was versteht man nicht so gut? Das ist so das Ding, ja. Wir waren uns aber eigentlich mit den meisten einig, dass die Übungen einfach sein sollten. Wir haben auch auf, was normalerweise, viele Übungen kommen ja aus dem Pranayama, und diesen Pranayama, also diesen yogischen Aspekt, haben wir erstmal ein bisschen außen vor gelassen, weil es dann immer sehr viel auch um Energielenkung etc. geht. Und uns ging es jetzt mehr so um dieses Physische. Deswegen finden sich jetzt wenige Mudras, wenige Energiekanäle, Nadis und Chakras und so weiter. Das haben wir bewusst rausgelassen, um uns auf wirklich die Übungen zu konzentrieren. Da waren wir uns sehr, sehr einig, was rein soll, was drin bleiben, was rein muss. Und dann ging es eigentlich mehr um, ja, wie man es jetzt direkt ausdrückt, wo man uns dann manchmal um einzelne Worte ja, stundenlang auseinandergesetzt haben. Aber dazu hatten wir ja auch Zeit. Es war ja Lockdown. Das heißt, dann kann man da auch mal eine Weile dran rummachen. Ja, also es war super und es hat dem Buch nachher auch gut getan. Das heißt, manchmal ist man natürlich ein bisschen genervt, wo man denkt, na, natürlich blicken das die Leute, ja. Und einem dann gesagt, nein, so verstehen die das. Und dann findet man tatsächlich noch eine bessere Formulierung, wie man es machen kann. Aber klar, ich war da ganz arg auch drauf angewiesen, dass die Bianca da ihre Sichtweise reinbringt, ihre Übungen und Vorschläge mit reinbringt. Weil ich wollte eben kein Apnoe-Buch machen. Ich hatte ja schon ein Apnoe-Buch, ja, sondern es ging jetzt darum, um ein Atembuch für Leute, die nicht 5 Minuten die Luft anhalten können, sondern es ging darum, dass hier jeden, den ich da draußen treffe, das Buch in die Hand drücken kann und er was damit anzufangen weiß. Ja. Und deswegen hat es gut getan, war natürlich nicht nur konfliktfrei, aber im Großen und Ganzen hat die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Ja. Also mir persönlich, mir hat das gut geholfen. Es sind ja nicht nur Atemübungen drin, sondern das Ganze wird ja von einem erzählerischen roten Faden begleitet, der auch wirklich Atmung beschreibt, der die Organe beschreibt, der den Mechanismus an sich beschreibt, der auch ein bisschen das historische Verständnis, das medizinische Verständnis dahinter beschreibt. Und so wie du gesagt hast, es ist natürlich aus einer sehr wissenschaftlichen Richtung aus deiner Seite, weil als Apnoe- und Freitaucher, da kommst du eben aus einer sehr technisch lastigen, medizinlastigen Sache raus. Aber das Ganze geht dann sehr schön weiter in eine bewegungs- und komplex beschreibende Sprache auch. Und das ist ja auch was das Yoga mit sich bringt. Und jetzt, ich kenne es vom Yoga so, dass
Du hast natürlich deine Übungen und du hast deine Posen, die du dann halten musst und die du in ihrer Perfektion versuchst zu erreichen. Aber der nächste Schritt, wenn man sich dann sagt, okay, ich kann jetzt Downward Facing Dog oder ich kann jetzt den Sonnengruß, dann ist es ja nicht nur wichtig, die einzelnen Übungen gut zu machen, sondern auch den Übergang zwischen den einzelnen Posen in ein gesamtharmonisches Bild zu übersetzen. Und wie ist das bei der Atmung? Wenn ich jetzt das geschafft habe, mich in einen beruhigenden Zustand hineinzubringen, und jetzt muss ich impulsiv werden und jetzt muss ich Leistung bringen, gibt es das beim Apnoe auch, dass du quasi erst in den beruhigenden Modus kriegst? Dann muss ja dieser Kick kommen, weil jetzt musst du ja den letzten Atemzug nehmen, bevor du runtergehst. Hast du da auch so diese Übergänge, musst du die auch üben, also zwischen den einzelnen Atemphasen? Phasen? Jein, jein, das will ich jetzt mal, genau, das will ich mal so ein bisschen vom Yoga loslösen, weil es natürlich beim klassischen Yoga, da würde wahrscheinlich der Yogalehrer sagen, ja, das geht es jetzt weniger so um den Flow, es geht so mehr dahinter auch die entsprechende Philosophie zu verstehen. Das heißt, diesen ganzen Pfad des Yogas aus Philosophie, aus Pranayama, aus den Haltungen etc. Ja. Bei uns ist es tatsächlich so, und das ist, was du da ansprichst, das ist natürlich irgendwo paradox, ja, dass wir aus einer entspannten Haltung heraus körperliche Leistung erbringen müssen, ja. Und das ist spannend, weil wir sind tatsächlich in der Lage, nicht nur 100% einzuatmen, wovon man ausgeht, sondern tatsächlich weit über 100% einzuatmen, indem wir unsere Lunge sogar noch überpacken. Ja, das heißt, wir können noch Luft nachschlucken, was vermutlich nicht besonders gesund ist. Und ein bisschen dem Gedanken bei sich zu sein und in Einklang mit dem eigenen Körper zu sein. Aber das beschreibt jetzt auch den Apnoe-Athlet. Ja? Und der wird immer versuchen, mit einem Atemzug möglichst viel Luft aufzunehmen. Und kann dadurch auch ein bisschen mehr einatmen. So. Und dann ist es so, dass jemand, der relativ neu im Apnoe ist, der wird immer das Gefühl haben, das ist nicht entspannt. Voll einzuatmen ist für mich nicht entspannt. Und es ist auch kein Wunder, denn normalerweise bewegen wir bei einem normalen Atemzug ja nur sehr wenig Luft hin und her. Und wenn wir relativ wenig Luft hin und her bewegen, dann sind wir unserer kompletten Kapazität gar nicht bewusst. Und wenn wir dann mal voll einatmen, dann haben wir das Gefühl, oh, ich bin ja voll aufgeblasen, ja. Fühlt sich sehr unangenehm an und wird meistens auch im ersten Moment mit einem etwas erhöhten Puls bestraft. Und das setzt tatsächlich dieses Training auch voraus. Und je weiter ich trainiere, umso entspannter kann ich mit einer vollen Einatmung bleiben. Und dann kommt natürlich auch noch so eine Lernfähigkeit des Körpers dazu. Du hast gesagt, du gehst joggen. Ich selber habe das zum Beispiel auch gemerkt, als ich angefangen habe zu joggen, da war es am Anfang immer anstrengend, ja. Und ich habe da irgendwie, ja, allerdings schon nach 2 Wochen konnte ich da irgendwie mal ein paar Kilometer joggen. So schnell kann der Körper keine Muskulatur aufbauen, aber der Körper merkt, was man von ihm möchte, ja, und kann sich dementsprechend anpassen. Und genauso ist es beim Apnoe-Tauchen auch. Irgendwann weiß der Körper, was von ihm verlangt wird, dass er jetzt eben tauchen muss, und dann wird er damit besser umgehen. Und je öfter ich diese Atemübungen mache, umso einfacher toleriere ich dann diese voll eingeatmete Lunge, was normalerweise ein gewisser Stress für den Körper ist, normalerweise einen etwas erhöhten Puls, und irgendwann wird es aber für den Körper normal. Dazu kommt, dass wir beim Apnoe-Tauchen auch einen Tauchreflex haben, der unseren Puls zusätzlich senkt, der unsere lebenswichtigen Organe verbessert, durchblutet. Also da kommen nochmal so ein paar Sachen zusammen, die alle Körper, Geist, Tauchreflex etc., die alle mit dem Training kommen. Ja, das heißt, es ist so eine Anpassung des Körpers, die über Wochen, Monate und Jahre sich natürlich noch verbessern kann.
Ich halte es nochmal in die Kamera. Gesund atmen, fit bleiben, 9,90 Euro zuzüglich Versandkosten. Wenn man das jetzt verschenkt oder selber bekommt und jetzt habe ich das Buch in der Hand und ich habe mir gesagt, okay, entweder ich möchte ein bisschen was an meiner Atmung tun, ich möchte mich damit mal auseinandersetzen, ich möchte das verbessern, oder ich habe das jetzt als Geschenk bekommen und versuche mich erstmal zu orientieren, wo oben und unten ist. Der Leitfaden da drin, der macht das ja so, dass du immer aufbauend etwas dazulernen kannst. Also du musst nicht das ganze Buch durchgelesen haben und dann erst kannst du loslegen, sondern du kannst ja schon mit dem ersten, zweiten, dritten Kapitel, also die ersten beiden sind ja erstmal erklärend, aber dann geht es ja in die Übung rein, kannst du ja schon loslegen. Wenn du jetzt jemanden durch die Woche durchhelfen würdest, wenn du jetzt jemanden einen Atemplan erstellen müsstest für die erste Woche, der sagt, okay, am Montag fange ich an und jetzt diese Woche möchte ich mal ein bisschen mich auf meine Atmung konzentrieren. Wie würdest du dem die Woche planen? Also wenn man mehrere Wochen zur Verfügung hat, dann würde ich zuerst mal auch wieder auf die Nasenatmung gehen. Erstmal die Nasenatmung erklären, warum die wichtig ist. Dann die Bauchatmung und Vollatmung als ein wichtiges Instrument. Und dann wäre die Hausaufgabe eigentlich auch die Atmung an sich mal wahrzunehmen. Ja? Das heißt, mehrmals am Tag Bauchatmung, Vollatmung zu machen und aber auch immer mal wieder darauf achten, atme ich jetzt durch die Nase und vielleicht auch mal aufzuschreiben, wie reagiert meine Atmung denn in stressigen Situationen, um einfach mal so ein bisschen transparenter zu werden, ja, um einfach ein bisschen aufmerksamer bei der Atmung zu bleiben. Also das wäre zum Beispiel schon eine schöne erste Woche. Und wenn wir Bauchatmung, Vollatmung besprochen haben, dann ist zum Beispiel auch diese Aufladeübung, wo man mit der Einatmung dann eine Vollatmung macht und sich stretcht, so für morgens immer ganz schön, und das wäre völlig ausreichend für eine Woche, um da mal richtig reinzukommen. Ja. Hättest du vielleicht am Schluss jetzt von dem Gespräch, dass wir vielleicht eine Atemübung gemeinsam machen könnten? Ich würde das dir überlassen, welche wir da machen sollen, aber vielleicht so als Anreger und als Einstieg für die Leute, die jetzt das sehen, hättest du spontan eine, wo man sagen könnte, jo, das wird jetzt nochmal gut funktionieren? Da muss ich natürlich nochmal in meinem Buch nachschauen, ja. Du meinst dieses Buch? Genau. Also ich würde in Anbetracht dessen, dass du dich mit der Übung nicht so leicht tust, und weil sie ein... Und in Anbetracht dessen, dass es eine unglaublich gute Übung ist, ja, die Wechselatmung machen. Dazu brauchen wir nur eine Nase und zwei Finger. Und wir machen mal Folgendes. Genau. Wir nehmen mal den Daumen an das rechte Nasenloch und wir atmen, jawohl, rechter Daumen, also rechte Hand, rechter Daumen, rechtes Nasenloch, und wir atmen mal links ein. Wir verschließen das linke Nasenloch, halten den Atem an, dann öffnen wir rechts und atmen durch das rechte Nasenloch ganz langsam aus. Wir warten, bis wir ganz leer sind, dann atmen wir wieder rechts ein, schließen, Atempause, Luft anhalten und links aus, langsam. Und links wieder ein. Pause, Luft anhalten. Und dann könnten wir rechts wieder ausatmen. So, und wenn man das macht, und wenn das vielleicht jemand anschaut, uns zu Hause mitmacht, dann wird man merken, hey, jetzt ist irgendwie, ich bekomme irgendwie besser Luft. Ja? Das heißt, ich habe meine Nase dadurch ein bisschen befeuchtet. Und diese Wechselatmung, dieses wechselseitige Einatmen, Atempause, Ausatmen, ist genau die Atmung, die wir haben wollen. Das heißt, wir atmen durch die Nase, wir atmen langsam ein, wir machen eine Atempause, wir atmen langsam aus. Und was man eben nicht unterschätzen darf, dass durch diese langsame Ausatmung und das Abwarten, bis wir komplett leer geatmet sind, ja, dadurch können wir auch unser Zwerchfell
komplett entspannen und aber auch flexibel halten. Ja? Das heißt, es senkt sich wirklich auch weit, weit herab. Ja? Und das ist ganz wichtig. Und nicht zuletzt ist die Wechselatmung ein Instrument, das uns in die Entspannung und in die Meditation bringt. Denn dadurch, dass ich quasi einatme, Atempause, ausatme, indem ich mich darauf konzentriere und manchmal oder im Idealfall auch mal die Augen dabei schließe, wenn ich das 5 Minuten mache, dann gilt das als eine Atemmeditation. Denn es wird mir nicht gelingen, an etwas anderes zu denken, als in diesem Moment bei mir und meiner Atmung zu sein. Und automatische Gedanken und Kopfkino ist weit weg. Und deswegen ist das so eine Übung, die uns unglaublich viel Kraft geben kann, wenn wir zwischendurch mal merken, so, oh, ein stressiger Tag. Ja? Ich will ja gar nicht sagen, dass man, dass jetzt jeder irgendwie ein Apnoe-Professional werden soll oder ein Yogi und nur noch ganz entspannt durchs Leben. Mir ist es schon klar, dass man auch stressigen Alltag hat. Aber indem ich hier verschiedene Atemübungen in einen vermeintlich stressigen Tag packe, kann ich so einen stressanfälligen Tag einfach schon mal entschärfen. Und indem ich so kurze Pausen mache, wie zum Beispiel mit der Wechselatmung, wird es mir gelingen, dass ich eben mich nicht getrieben fühle und dass ich eben abends nicht im Bett liege und das Gefühl habe, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was für ein stressiger Tag. Ja. Ja, also ich würde sagen, damit haben wir erstmal sehr viel darüber geredet und ich möchte mich ganz herzlich dafür bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns da ein bisschen mehr drüber zu erzählen. Und da bleibt mir als letztes nur nochmal gesund atmen, fit bleiben. Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du atmest weiter, ja, am besten bewusst. Und ja, hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gleich morgen früh Wechselatmung.